Wenn man Israelis fragt, was der Gazastreifen ist, dann reden sie über ein schmales Stück Land an ihrer Flanke, aus dem sie ständig bedroht werden. Das beherrscht wird von Hamas, einer hasserfüllten Terrororganisation, mit der man nicht verhandeln darf, mit der man nicht mal verhandeln kann, weil sie Israel auslöschen will. Fragt man Palästinenser, was der Gazastreifen ist, dann reden sie über ein schmales Stück Land, eingeklemmt zwischen Mittelmeer und der israelischen Übermacht, die alles kontrolliert, die Warenlieferungen, die Stromversorgung, die Bewegungen der Menschen und die den Palästinensern keine Chance gibt. Beide haben zum Teil recht mit dem, was sie sagen. Beide haben Gründe, der anderen Seite zutiefst zu misstrauen. Das ist nicht gleichwertig, aber doch ausreichend, um mehr Hass und mehr Konfliktpotenzial zu schüren, als dieser kleine Streifen Land je fassen kann. Andreas Postel und Luten Leinhaus über den Schauplatz dieses neuen Krieges. Der Gazastreifen ist ein winziger Landstrich von der Größe Bremens. Rund 1,5 Millionen Menschen leben hier. Damit ist das Gebiet eine der am dichtesten besiedelten Regionen der Welt. Wer hier lebt, lebt vor allem auf Sand. Eingeschlossen zwischen Mittelmeer, Israel und Ägypten. Der Gazastreifen ist bettelarm. Mehr als 80% leben unterhalb der Armutsgrenze. 3 von 4 Einwohnern können sich nicht allein ernähren und sind zusätzlich auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen. Von der Außenwelt ist der Gazastreifen weitgehend abgeriegelt. Nur von Zeit zu Zeit erlauben Israels Soldaten humanitäre Notlieferungen, lassen ansonsten keine Waren durch. Josef Kreutoru, Buchautor und Kenner des Nahen Ostens, nennt die Lebensbedingungen katastrophal. Die Palästinenser haben aber gelernt, diese Ausfälle trickreich zu kompensieren. Sie haben ein ganzes Tunnelsystem aufgebaut, mit dem von ägyptischer Seite eine Vielzahl von Gütern in den Gazastreifen hineingeschmuggelt werden. Diese Schattenwirtschaft wird von der Hamas unterstützt und sie hat sich in letzter Zeit stark entwickelt. Die Geburtsstunde der Hamas schlägt Mitte der 80er Jahre. Es ist die Zeit der ersten Intifada, des Aufstands der Palästinenser gegen die israelischen Besatzer. Zum ersten Mal aktiv daran beteiligt die bis dahin weitgehend friedliche Muslimbruderschaft. Es entsteht die Hamas. Von Anfang an ist sie auch auf karitativem Gebiet aktiv, hilft verarmten Familien mit Sozialleistungen, kämpft gegen Drogenmissbrauch und Kriminalität. Das macht sie populär. Der militärische Flügel der Hamas bekämpft Israel mit Raketenanschlägen und Selbstmordattentaten. EU und USA stufen sie deshalb als terroristisch ein. Ziel der Hamas ist ein reiner Palästinenserstaat. Die radikal-islamische Bewegung spricht Israel das Existenzrecht ab, im Gegensatz zur säkularen PLO, die zumindest die Souveränität Israels anerkennt. Parallel zum militärischen Kampf beteiligt sich der politische Flügel der Hamas an Wahlen. Mit Erfolg. Im Januar 2006 gewinnt die Hamas erstmals die absolute Mehrheit im Gazastreifen und stellt seither den Regierungschef. Ismail Haniyeh gilt innerhalb der Hamas als wenig einflussreich. Stattdessen soll Khalid Mashal, der in Syrien im Exil lebt, der starke Mann sein. Er hat den Ruf des Scharfmachers, befürwortet den andauernden Beschuss Israels mit Raketen der Marke Eigenbau. Israels hartes Vorgehen dagegen dürfte ihm in die Hände spielen. Nur allzu gern möchten sich Mashal und die Hamas als die Anführer aller Palästinenser gerieren, also auch der gut 2 Millionen im Westjordanland. Strategische Ziele der Organisation sind zwar jetzt vernichtet worden, aber sie werden langfristig wieder aufgebaut werden können. Aber jeder getötete Zivilist stärkt die Hamas, weil sie von den Kollektivstrafen der Israelis nur profitiert. Das schwächt den gemäßigten Palästinenser Präsidenten Abbas, der im Westjordanland regiert. Die Hamas im Gazastreifen setzt auf eine gewaltsame Lösung.